Für unser heutiges Gericht benötigen wir folgende Zutaten: 500 Gramm Rinderhackfleisch vom Metzger, 2 Stangen Lauch, das haben wir gewaschen und dann in halbe Ringe geschnitten, 400 Gramm Kräuterschmelzkäse, eine Gemüsezwiebel klein geschnitten und 800 Milliliter Gemüsefond. Nun haben wir hier einen großen Topf mit etwas Sonnenblumenöl vorbereitet, das erhitzen wir jetzt. Sobald das Öl heiß genug ist, geben wir unsere Zwiebeln rein und unser Rinderhackfleisch und dann braten wir das scharf an. Nach dem Anbraten geben wir dann unseren Lauch dazu und braten den kurz mit an. Anschließend löschen wir mit unserem Gemüsefond ab. Nun geben wir noch den Schmelzkäse dazu. Dann verrühre ich das Ganze. Das Ganze lassen wir jetzt 20 bis 25 Minuten kochen. Zu guter Letzt schmecken wir unsere Suppe ab und würzen mit Salz und Pfeffer.